Hi, hallo und herzlich willkommen zurück in der Lobby des University Future Festivals, ausgerichtet von der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre und dem Hochschulforum Digitalisierung. Neben mir steht gerade Uwe Reck C. Stein. Seit dem 11.11.2021 hat sich der Nachname verlängert vom Uwe. Uwe, du hast, glaube ich, den diversesten Lebenslauf aller Gesprächskandidatinnen und Kandidaten, die wir heute haben. Du bist technischer Assistent für Informatik, du bist Theologe seit 2019 bei der HRK und da verantwortlich für mehrere Bereiche, nämlich das Community Management, die Think Tanks und das, worüber wir heute sprechen, nämlich die Digitalisierung in den Fächern. Vorher ganz kurz für alle Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, wir sind hier auf dem Gelände des University Future Festivals. Hier gelten die 2G-Regeln, das heißt, wir versuchen, den entsprechenden Abstand zu halten und außerhalb der Kamera haben wir natürlich immer unsere Masken auf. Das nur für diejenigen von euch da draußen, die sich fragen, warum dürfen die hier überhaupt so nebeneinander stehen? Uwe, lass uns zuerst aber mal den Elefanten im Raum adressieren. Technischer Assistent Informatik, Theologie, jetzt HRK, was kannst du nicht? Singen? Kaffee kochen. Oh, okay. Singen geht tatsächlich okay. Ganz gut, ganz zum Leidwesen meiner Frau. Sehr schön, okay. Aber wir sind hier, um über die Digitalisierung der Fächer zu sprechen. Das ist, würde ich sagen, also ich bin ja selber an einer Hochschule sowohl in der Verwaltung tätig, aber auch Dozent. Das ist ein dickes Thema, Digitalisierung in den Fächern. Sag uns aber erstmal ein bisschen konkreter, worum geht's da? Was macht ihr da eigentlich? Der Name ist sehr sprechend. Die Herausforderungen sind, wie du schon angedeutet hast, sehr groß. Worum geht es? Wir haben festgestellt, wir bieten Beratung, Vernetzung im HFD ja seit eh und je an. Unsere Thinktanks arbeiten inhaltlich. Dabei fragten wir uns aber, wozu machen wir das? Wir wollen ja die Leute erreichen, die Hilfe brauchen. So, und wer braucht die Hilfe? Das sind die technischen Tools, die Digitalisierungsfragen nicht gerade vor den Füßen liegen. Und unser Projektleiter zum Beispiel oder eine gute Kollegin unseres HRK-Teams, Dr. Rabbel und der Projektleiter Rademacher und ich, wir haben uns überlegt, naja, aus eigener Erfahrung wissen wir, es sind oft auch Geisteswissenschaften, die da noch mehr Unterstützung und Entgegenkommen brauchen. Und so haben wir dann das eine Bein, ist die Fachbereichsberatung unserer lieben Kollegen. Und das andere machen wir, wo wir eine erste Hilfe bieten wollen, sich diesen Fragen zu stellen. Uwe, ich komme ja selber aus den Sozialwissenschaften. Oft sind das ja dann auch die Sozial- und die Geisteswissenschaften. Ich glaube, wir haben aufgeholt in den letzten 18 Monaten. Das ist überhaupt ein gutes Stichwort. Also so die Pandemie, müssen wir überhaupt noch über Digitalisierung sprechen oder sprechen wir über Digitalität in den Fächern? Ja, der Tag, wo wir vom Hochschulforum Digitalität sprechen, den müssen wir auf eine ferne, ferne Zukunft verschieben. Da sind wir natürlich noch lange nicht. Und ich möchte niemandem zu nahe treten, alle haben getan, was sie konnten und haben das gar nicht mal in kleiner Zahl auch sehr gut getan. Vieles war improvisiert, aber schon mein Großvater sagt immer, nichts hält länger als ein Provisorium. Wir wollen natürlich helfen, dass sich so etwas stabilisiert, dass sich Prozesse verstetigen und die Vorteile wirklich in ein Bewusstsein eindringen, jetzt in einer Zeit, wo einige schon wieder davon sprechen, ach, wie schön, dass wir wieder zu unserem alten Präsenzformat zurückkehren können und dann ist ja wieder alles gut. Mhm. Wenn wir aber ehrlich sind, hätte Corona da nicht wachgerüttelt, die Notwendigkeit bestand eigentlich schon vorher. Mit und umzudenken und das wollen wir weiter begleiten und das ist eine Aufgabe, da reden wir nicht von Monaten oder Jahren, das ist eine Aufgabe, die sich auch immer wieder selbst erneuert. Wie viel Angst haben wir denn vor diesem Rebound-Effekt, dass wir tatsächlich jetzt, wo wir alle erschöpft sind, ich höre von ganz vielen Lehrenden, wir haben uns in den letzten 18 Semestern wirklich den Hintern aufgerissen, in den 18 Monaten den Hintern aufgerissen, um möglichst gut unsere Lehre zu digitalisieren. Vieles von dem, was wir gesehen haben, ist Digitalisierung. Manches, da würden wir wahrscheinlich sagen, aus der Hochschuldidaktik, ist das zielführend, was wir da versucht haben oder eher nicht. Und jetzt ist so ein bisschen die Angst, glaube ich, bei ganz vielen da, dass es diese Gegenbewegung gibt. Alle können wieder zurück in die Präsenz und dann ist alles wieder so wie vorher. Ist das eine berechtigte Gefahr? Das ist schon eine Gefahr, das will ich nicht kleinreden und natürlich bleibt das auch anstrengend. Das bleibt eine Herausforderung, diesen Weg immer wieder zu gehen und auch neu zu gehen und sich nochmal zu überlegen, was gibt es jetzt für neue Antworten und Formate. Das braucht Kraft, das braucht Investitionen und so weiter. Das ist nicht leicht. Aber wir sind ja auch dazu da, zu erklären, dass das am Ende doch vorteilhafter ist
Und dass auch die Leute, die noch ein bisschen sagen, ich würde gerne zurückgehen, sehen, dass sie davon mehr haben, als sie verlieren können. Mhm. Das versuchen wir gerade zum Beispiel in unserem ersten Durchlauf mit der Theologie. Mhm. Könnte man drüber reden, ich will mal so viel sagen, es ist eben so methodenreich, dass es sich hier eignet, einen Testballon für dieses Format zu starten. Und da haben wir es ja mit dem Phänomen zu tun. Ach, eigentlich hätte ich gerne die klassische Vorlesung und meine Papers, die reiche ich vielleicht im Papierform aus. Auch nichts dagegen grundsätzlich. Aber so wie heute kommuniziert wird, das, was Studierende erwarten, was die zunehmende Flexibilitätserwartung nun mal mit sich bringt an Studierende, an Lehrende und so weiter, da braucht es einfach eine Begleitung, die wir hiermit liefern wollen. Mhm. Du hast gesagt, ihr sprecht vor allem die Lehrenden an. Das heißt, eure Zielgruppe sind die Lehrenden, die Projekte. Zuerst einmal, also die Projekte, die ihr vorantreibt, halt bewegen sich bei dem Empowerment von Lehrenden für den Umgang mit digitalen, mit digitalem Lehren, Lernen und Prüfen. Die Frage ist, es gibt ja nun schon eine ganze Menge Angebote für Lehrende. Es gibt die Länderinitiativen, es gibt die Hochschuldidaktikzentren an den Hochschulen. In welche Lücke stoßt ihr mit den Projekten hinein? Ja, das ist die Frage, ob wir in eine Lücke stoßen oder ob wir nicht vielmehr eine Glocke drauf machen. Die Länderinitiativen zum Beispiel oder ganz viele Projekte, die sich mit Lehre oder mit Strategieentwicklung beschäftigen, die wollen wir ja eher zusammenführen. Sonst erfindet jeder das Rad irgendwo neu, sagt, ich habe hier eine ganz tolle Lösung, warum nimmt die keiner, warum hört das keiner? Und zum Beispiel in dem schon eben an geteasten Format Digitalisierung in den Fächern, machen wir das ja. Wir führen Leute zusammen, die für ihr Fach bereits sehr gute Ansätze gefunden haben, entwickeln die gemeinsam in einem Plenum von Expertinnen und Experten weiter und versuchen, ein Netzwerk für Netzwerke zu sein, ein Netzwerk für Plattformen, für Formate, für Initiativen. Und zum Beispiel die eben genannten Länderinitiativen sind von Anfang an da vertrauenswürdige Partner. Und dann kommen eben auch die anderen Ebenen dazu. Okay. Nicht nur die Lehre, die Strategie, Hochschulleitung, Studierendenperspektive immer mehr. Gruß an die Changemaker. Die sehen wir auch noch übrigens, die Changemaker. Wenn es aber um euch geht, wie sehen denn die Formate konkret aus, die ihr anbietet? Also wie stelle ich mir als Lehrender, ich habe jetzt für mich erkannt, so richtig gut hat es bei mir noch nicht geklappt. Mhm. Und jetzt gibt es da doch den Uwe Reck C. Stein und sein Team. Wie komme ich mit denen in Kontakt? Was kann ich für Formate erwarten? Also Uwe Reck C. Stein und sein Team heißt nur, dass der Uwe Reck C. Stein ein Team hat. Haben, da haben wir das HFD und die haben ihre Aufgabenfelder. Da haben wir, das sagt dein Kollege immer gern, doch flache Hierarchien. Aber eben auch unsere Projektleiter und Leiterinnen, die das versuchen zu koordinieren, zusammenzubringen. Mhm. Ein Aktionsteam, zu dem ich dann hier und da auch gehöre, wie zum Beispiel bei Digitalisierung in den Fächern oder auch ein wichtiges Format, das ich hier mal als weiteres Exempel bringen will, HFD Exchange, versucht anhand der Fragen, die aus den Peers der Hochschule kommen, agil zu antworten. Und zwar vor allem auch, indem wir Expertise zusammenbringen, die schon da ist. HFD Exchange ist, das kennen sicherlich viele, die kollegiale Beratung, vor allem in digitaler Form. Wir hatten damals, haben wir uns kennengelernt bei einer Summer School, wo also Vernetzung und agile Formate und Barcamps zusammenkommen oder Digitalisierung in den Fächern, wo wir möglichst allen Ebenen ein Forum geben wollen, in dem ein größeres Bewusstsein für die Herausforderungen der verschiedenen Peer Groups entsteht und wir daraus etwas entwickeln können, dass wir bei den Fragen, helft uns doch mal, wir stehen am Anfang dieses Digitalisierungsweges, sagen können, bitteschön, das HFD hat alles getan, um Expertise zusammenzuführen und dir jetzt den Start zu ermöglichen. Okay, also wir haben Online-Vorträge, Workshops, Summer Schools, Austausche über das HFD-Net-Netzwerk. Wer das finden will, ist immer der erste Schritt, HFD-Net. Wer bei HFD.net ist, findet erstmal alle Community-Mitglieder, kann sich auf Mattermost austauschen und dann haben wir auch unsere Website, wo es die Themendossiers gibt, zum Beispiel bald zur Digitalisierung in den Fächern und damit zuerst in der Theologie, aber auch über künstliche Intelligenz, über Fragen der Strategieentwicklung. Mhm. Diese beiden Seiten, Hochschulforum und HFD.net, das sind die ersten Anlaufpunkte für die ersten Fragen und dann natürlich für alles, was wir
Du hast jetzt schon mehrfach die Fächer und Fachkulturen angesprochen. Aber also ich glaube, wir reden ja, das ist dein Thema. Und ich glaube, wir reden ja nicht nur über die Fachkulturen, wir reden auch über Hochschulkulturen. Also es kann sein, dass dasselbe Fach an verschiedenen Hochschulen vollkommen unterschiedlich aussieht. Wenn ich nach Aachen schaue, da haben wir eine Reihe von Kollegen in der Theologie, die sind recht innovativ unterwegs. Mhm. Das mag an anderen Standorten ganz anders aussehen. Das heißt, du hast die Fachkulturen, du hast die Hochschulkulturen. Du hast unter Umständen aber auch Unterschiede zwischen den Bundesländern in möglichen Förderungen und so weiter, die Landesinitiativen. Wie bringt ihr das zusammen? Wie schafft ihr das tatsächlich, Leute zusammenzubringen, die glauben, dass sie über dieselbe Sache reden? Mhm. Und wenn man dann reinschaut, dann sieht man doch, nee, eigentlich sind die Voraussetzungen doch ganz anders. Ja. Bleiben wir also bei diesem Format und dem Fach, das ist mir tatsächlich ein Herzensanliegen gewesen. Wir mussten erst einmal einen Partner finden, der am Anfang dieses Transformationsprozesses steht und Hilfe suchte, aktiv. Ja. Dann haben wir das Glück, dass wir ein Team haben. Die eben schon erwähnte Kollegin Rabbel ist eine Expertin, was kleine Fächer angeht und was Internationalisierung angeht, hat also einen größeren Blick. Der Projektleiter, Herr Rademacher und ich, wir sind die Theologen und kommen aus dem Fach. So, dann werden wir uns bei anderen Fächern natürlich wieder auch nochmal neu überlegen müssen, wen holen wir uns da ins Team. Und dann mussten wir genau das machen, was du sagtest, nämlich diese unterschiedlichen Perspektiven erst einmal sondieren, zusammenführen. Jemand, der eine große, finanzstarke Fakultät leitet, denkt vielleicht anders als jemand, der eine kleine geisteswissenschaftliche Hochschule am Rande eines Hochschulstandortes leitet, der vielleicht für die es vielleicht auch überlebensnotwendig ist, diesen Transformationsprozess zu gehen, während Lehrstuhlinhaberinnen und Inhaber an den großen Fakultäten relativ sicher sind und auch vielleicht eher in die Versuchung kommen könnten zu sagen, ach, wäre das nicht schön, zurückzukommen. Und die zusammenzuführen und erst einmal zu sagen, welche Fragen gibt es eigentlich und wo laufen Interessen vielleicht auch mal gegenläufig und was sind nun die ersten Schritte, um Lehrstuhlinhaberinnen und Inhaber, Studierende, die dafür ja gewonnen werden sollen, für neue Fächer, kleine Fächer, Geisteswissenschaften und natürlich eigentlich alle Fächer an Hochschulen, wie können wir die abholen in einem so bunten und fragen- und herausforderungsreichen Fach, wie diesem, das wir genau deshalb genommen haben. Okay. Das heißt aber, es ist zu erwarten, dass ihr in den nächsten Monaten, Jahren weitere Fächer hinzunehmt. Dann möglicherweise auch Fächer, die mehr im Mainstream stehen, die mehr vielleicht auch größere Studierendenzahlen haben. Das wird eine Herausforderung. Du hattest ja schon das Interview mit der Kollegin Budde, die ja genau die Fachbereichsberatung macht. Ja, ganz also genau. Natürlich will das HFD auch große Zielgruppen erreichen. Da wird es dann um die, ich sage das immer, die Tankerfächer gehen und wo man dann konkrete große Fakultäten oder Hochschulen begleiten kann. Und wir machen mit unserer Erfahrung sozusagen eine Fundamentarbeit. Wir sondieren, was müssen Handreichungen, erste Schritte erst einmal beinhalten. Darauf können erstens die Kolleginnen und Kollegen hoffentlich irgendwann aus der Fachbereichsberatung zurückgreifen. Und andererseits werden wir mit jedem Durchlauf von Digitalisierung in den Fächern auch mehr Expertise gewinnen, wie geht man da überhaupt ran? Können wir nicht schon aus früheren Durchläufen da etwas mitnehmen? Auch da eignet sich die Theologie gar nicht schlecht. Das sagen übrigens zwei Theologen, denn nicht nur der Uwe ist Theologe, auch sein Chef, Herr Rademacher, den er angesprochen hat. Also die HRK speziell in der HFD-Gruppe ist praktisch durch die Theologie unterwandert. Sehr, sehr gut, Uwe. Lass noch mal so ein bisschen übers Prüfen reden, weil wir ja, ich glaube, wir haben eine ganze Zeit übers Lehren und Lernen gesprochen, Digitalisierung der Lehre und so weiter. Jetzt steht die Prüfung vor der Tür. Und dazu werden wir auch jetzt auf dem University Future Festival noch einige Themen haben. Kümmert ihr euch auch darum? Also wenn wir in diesem Format bleiben würden, dann muss das natürlich angesprochen werden, weil diese Frage wird nun mal kommen und ist auch in unseren ersten Sitzungen angesprochen worden. Zum Glück haben wir Kolleginnen und Kollegen, die sich dezidiert damit auseinandersetzen. Wir haben das gesehen und auch sofort reagiert, als die Lockdowns kamen. Was kann ich machen, war die erste Frage. Was nutzen wir jetzt für Tools, welche eignen sich? Und dann kam aber im zweiten Schritt sofort die Frage, oh, was ist mit Datenschutz, was ist mit Rechtssicherheit? Ja. So, und das meine persönliche Äußerung dazu ist, da mussten wir sehr viel
Beruhigungsarbeit leisten, um das Bewusstsein dafür erst einmal zu schaffen, dass ein Tool nicht immer auch gleich eine Lösung ist. Aber das machen die Kolleginnen und Kollegen hervorragend. Ich glaube, das wird ja auch adressiert hier. Wir werden das bei unseren Durchläufen von Digitalisierung in Fächern immer mit berücksichtigen müssen. Zumal ich nicht davon ausgehe, dass wir einfach in Präsenzformate zurückgehen, sondern jetzt vor der Herausforderung stehen, nach digital ins Hybride zu kommen. Und das hat dann ganz eigene Herausforderungen. Ja. Und das bedeutet ja auch, dass wir eben nicht nur über digitale Lehr- und Lern- und Prüfungsmethoden sprechen, sondern auch über Digitales in der Lehre sprechen. Nämlich nicht nur darüber sprechen, wie wir Digitales einsetzen, um unsere Studierenden damit zu versorgen, sondern eben auch, wie wir Digitales lehren, also Digitalkompetenzen in den Fächern zu verankern. Auch dafür eignet sich, glaube ich, die Theologie ganz hervorragend, weil die, glaube ich, auch an so einer Schnittstelle steht. Uwe? Ich danke dir, dass du bei uns warst. Ja, ich wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern viel Spaß beim nächsten Programmpunkt. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao.